Willkommen zum zweiten Teil meiner Marty Robbins LP-Sammlung. Und zwar ist das Album The Performer. Das ist von 1978. The Performer, der Titel ist auch auf der LP, war ein Titel, den er für Elvis Presley geschrieben hatte, aber da ist das dann schiefgelaufen mit der Übermittlung des Titels oder was. Er hat es auch dann nicht gemacht. Aber auf jeden Fall hat er den hier aufgenommen. All Around Cowboy, das ist aus dem Jahr 1979. Auf dem Album ist auch der Titel, ich hole das mal ran, Buenos Dias Argentina. Das war ein Titel, den Udo Jürgens geschrieben hatte. Und den hat er damit aufgenommen, weil es irgendwie in das Bild des Albums passte. With Love von 1980. Ein bisschen größer machen. So. Everything I've Always Wanted von 1981. Ein sehr gutes Album. Marty Robbins, The Legend ist von 1900 und haben wir auch 81 auch. Come Back to Me ist von 1982. Das ist sein letztes reguläres Studioalbum. Denn im Dezember 1982 ist er verstorben. Some Memories Just Won't Die. Das Album ist 1983 erschienen. Mit seinen letzten Aufnahmen, die er gemacht hatte. Und hier sind einige andere. Marty Robbins, A Christmas Remembered. Ein Weihnachtsalbum, was Marty Robbins aufgenommen hat. Long, Long Ago, das ist ein Doppelalbum, was seltene Titel beinhaltet. Ein Doppelalbum hat man hier schön die Fotos. Und auf der Rückseite halt die einzelnen Titel mit Aufnahmedatum und so dabei. Unter anderem auch der Titel Ghost Riders in the Sky, den es auf regulären LPs nicht gibt von Marty Robbins. Und das sind LPs, die von Bear Family Records in Deutschland veröffentlicht wurden, die seine frühen Aufnahmen beinhalten. The Marty Robbins Files heißen die. Und hier sind das alles chronologisch angeordnet mit Liner Notes in Hülle und Fülle und auch einigen Hinweisen auf andere LPs. Das ist Folge 2 von The Marty Robbins Files. Folge 3. Folge 4. Folge 5. Und das ist eine LP, die heißt Just Me and My Guitar. Das war ein Titel, den Marty Robbins nur mit seiner Gitarre begleitet aufgenommen hat. So wie ich das immer mache. Ebenfalls von Bear Family Records war In the Wild West. Das waren seine kompletten Western-Aufnahmen, unter anderem auch viele Single-Titel, die nicht auf den LPs waren. Das Cover ist ähnlich, aber die Rückseite ist halt anders. Da waren also immer einige unveröffentlichte Titel drauf. In the Wild West, Folge 3 ist das. In the Wild West Folge 4. Eigentlich schön gemachte Cover, kann man nicht anders sagen. Das waren Bilder, die man so auf den LPs nicht gesehen hatte. Rock'n'Rollin' Robbins, das sind Aufnahmen, die er mit dem Ray Conniff Orchestra gemacht hatte in den 50ern. Können wir mal gucken.
Da sind auch einige Hits bei: The Hanging Tree, White Sport Coat und Stairway of Love. Sehr, sehr schön gemacht. Und das Album Pieces of Your Heart, das waren Lieder aus den 60ern, die so zwischendurch waren, die jetzt nicht auf Original-LPs waren. Und das Album Rock'n'Rollin' Folge 3, auch aus der Mitte der 80er Jahre von Marty Robbins, da waren Titel drauf, die so in die Richtung Rock'n'Roll, es war kein richtiger Rock'n'Roll, aber es, man wusste nicht genau, wohin damit, als man die Platte veröffentlicht hat. Und da hat man das Rock'n'Roll in Folge 3 genannt. Okay, und das war mein Rückblick, mein Einblick in die Marty Robbins Geschichte.